Herzlich willkommen zum Dislike der Woche, in dieser Woche von der Reichstagskuppel in Berlin. Mein Dislike diese Woche ist leider und mal wieder die Frauenquote. Wenn die Abstimmung in dieser Woche im Plenum freigegeben gewesen wäre, dann hätten wir jetzt eine Frauenquote. Denn es gibt genügend Frauen und Männer in der Union und in der FDP, die für eine Frauenquote, für eine verbindliche Frauenquote sind. Aber was macht die Kanzlerin, die Verschiebekanzlerin? Auch hier, sie übt den Fraktionszwang aus und sie vertröstet mit der Frauenquote auf 2020 und auf eine blödsinnige Flexiquote, die keiner Frau etwas bringt. Das ist mein Dislike der Woche und ich bin gespannt auf eure Kommentare bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter.